Als wir im Treibhaus waren, sprachst du von Wissen, das deinem Volk verboten ist. Wahrsager sollen die Wahrheit innerhalb des Vermächtnisses finden. Und viele Kaiserliche fördern sie in der Hoffnung, dass sie etwas finden, das dem Imperium nützt und sie in der Gunst des Kaisers aufsteigen lässt. Doch der Rat der Aufseher behauptet, bestimmte Wahrheiten seien der Stabilität des Imperiums abträglich. Wie die Entdeckung eines unserer verehrten Ahnen das Ende der Welt bedeutete. Deshalb erhalten Wahrsager nur Zugriff auf Teile des Vermächtnisses. Nur Aufseher können alles betrachten. Das sorgt dafür, dass ketzerische Daten verschlossen und gesichert werden können, bevor sie bekannt werden. Was geschieht mit Wahrsagern, die die Regeln brechen? Ich hatte nie den Mut zu fragen. Du sagtest, du schuldest mir eine Erklärung für das, was in Theben passiert ist. Ich höre. Gut. Ich beginne am Anfang mit dem CEO. Er war ein Kaiserlicher, genau genommen der Neffe des Kaisers. Als solcher bezahlte er viele Wahrsager, um das Vermächtnis nach allem zu durchsuchen, das dem Stamm helfen würde. Und ihm selbst. Er interessierte sich besonders für alles in Bezug auf Ted Farrow, den wir als den größten der Ahnen betrachten. Ted Farrow, ein verehrter Ahn. Das ist echt hart. Jetzt weiß ich es natürlich besser. Wie auch immer, die Wahrsager entdeckten, dass Farrow viel Zeit in San Francisco verbracht hat. Das haben tatsächlich viele der wichtigsten Ahnen getan. Also hat der Neffe des Kaisers diesen überzeugt, dass eine Expedition über den Ozean unsere drängendsten Probleme lösen könnte. Wenn wir in dieser sagenhaften Stadt nur die richtigen Daten finden könnten. Vielleicht könnten wir die Fluten und Stürme zurückdrängen, die unser Volk bedrohten. Der Kaiser erklärte, dass alle Ressourcen des Stammes in dieses Wagnis gesteckt werden sollten. Dutzende Schiffe wurden gebaut. Es wurden Kundschafter entsandt. Und der Neffe des Kaisers wurde Sio genannt. Jemand, der das Vermächtnis zum Wohle des Reiches verwendet. Die lebende Verkörperung von Ted Farrow, dem Erneuerer. Jetzt mag es seltsam wirken, aber eine Zeit lang setzten wir all unsere Hoffnung in ihn. Wir glaubten, er würde uns retten. Uns war nicht bewusst, wie gefährlich die Reise werden würde. Du hast gesagt, die Expedition über das Meer war gefährlicher als erwartet. Was ist passiert? Wir verloren die meisten Schiffe in Stürmen und zahlreiche Soldaten starben durch Hunger und Krankheiten. Und das war, bevor wir auf Land stießen. Als wir angelegt hatten, zerfetzten Maschinen unsere Patrouillen und wir konnten kaum die Vorräte aufstocken. Sicher, es gab auch helle Augenblicke. Wir fanden Theben und das Treibhaus. Doch nichts hält die Laune des CEOs auf und seine Träume von der Rettung des Stammes schwanden langsam. Er wurde mehr und mehr besessen von Theben und dem, was hinter seinen Türen lag. Und mehr überzeugt, dass der Titel des CEOs keine Ehre mehr sei. Du hast ihn gehört, wie er Unsinn über Pharaohs Essenz faselte und davon eher zu werden. Wir wussten, dass dies nicht die Worte eines Gesunden waren, aber sobald jemand dies aussprach, stellte er ihn vor ein Erschießungskommando. Sympathischer Kerl. Die Quen lagen bei vielen Dingen falsch, was das Vermächtnis angeht. Das ist mir jetzt bewusst. Doch was der CEO wurde, war eine Perversion dessen, für das die Prinzipien der Wahrsager stehen. Das Streben nach Wahrheit. Tut mir leid, dass du seinen Wahnsinn ertragen musstest. Ich bin froh, dass es vorbei ist. Für alle. Also, Bohai, euer Aufseher, wird er es besser machen als der CEO? Er wird niemanden zum Spaß exekutieren, wenn du das meinst. Aber er ist kein Inbegriff der Integrität. Ich weiß nicht, wie oft er die Lorbeeren für Daten aus dem Vermächtnis eingeheimst hat, die ich entdeckt habe. Das Beste, das man über ihn sagen kann, ist, dass er zuverlässig das tun wird, was für ihn am besten ist. Ja, das klingt richtig. Die Ahnen, ist das, wie dein Volk die Alten nennt? Ja und nein. Die Ahnen sind die Größten der Alten. Die, deren Vermächtnis uns Ackerbau, Medizin und Kriegsführung gelehrt hat und die Förderung der Wissenschaften und Künste. Der CEO nannte Elizabeth Sobeck eine Assistentin. Was bedeutet das? Ja, also Assistent wurde jeder der Alten genannt, der weniger Beiträge verfasst oder unter einem anderen der Alten gearbeitet hat. Dafür haben wir Sobeck gehalten. Bis wir dich trafen.
Unser beschränkter Zugang zu den Daten jenseits der späten 2040er hat unsere Sicht der Vergangenheit offenbar getrübt. Du hast gesagt, du kamst hierher, um deiner Familie zu helfen, deiner Schwester. Ihr Name ist Elika. Unsere Eltern sind bürgerliche, genau gesagt Bauern. Als ich die Wahrsagerprüfung bestand, waren sie so stolz. Es brachte unserer Familie Ehre und größere Rationen. Nur Elika flehte mich an, nicht zur Forschungsakademie zu gehen. Warum? Was geschieht dort? Elika wusste, dass man, sobald man Mitglied wird, nicht mehr weggehen oder jemanden besuchen darf. Nicht einmal die Familie. Es sei denn, man hat eine besondere Erlaubnis und einen Aufseher als Eskorte. Das klingt hart. Wie die Fokusse, die wir haben, sind Wahrsager nur wenige. Und das Reich ist, naja, in Sorge, dass Fremde versuchen, unser Wissen zu stehlen. Ich durfte meine Familie das letzte Mal kurz vor unserer Abreise hierher sehen. Aufgrund meiner Position konnte ich ihnen eine Zuflucht vor den Fluten innerhalb der Hauptstadt besorgen. Aber wenn unsere Ernten sich nicht bald erholen, werden sie wie alle anderen auch verhungern. Ich verspreche, mein Bestes zu tun, damit es nicht dazu kommt. Ich muss los, aber wenn du irgendwas brauchst... Ich möchte dir nur helfen, deine Mission zu erfüllen. Der Plan, von dem Gaia berichtet hat, zur Ergreifung von Hephaestus, bringt wieder alles in Ordnung? Hoffentlich. Dann werde ich tun, was ich kann. Versprochen. Hier sind jetzt lauter Quen-Sachen. Bestimmt von Alva. Wir brauchen nur die richtige Strategie. Ich bin kein Kaplan, aber das ist... Aloy, sei gegrüßt. Wir wissen über unsere Mission Bescheid und sind bereit, wenn du zu Gemini aufbrechen willst. Konntest du den neuen Arm mit Gaias Hilfe fertigstellen? Jawohl. Ich hatte gehofft, wir könnten darüber reden, wenn du Zeit hast. Hast du mit Alva gesprochen? Die Quen ist sonderbar. Ganz anders als eine Tenakt. Ihr Verstand ist scharf. So viel ist sicher. Aber unfassbar, dass sie in der Wildnis überlebt. Glaub mir, sie ist härter, als sie aussieht. Ich nehme dich beim Wort. Hat Erend erzählt, dass wir die gefunden haben, die Regalas Rebellen die Macht gaben, Maschinen zu überbrücken? Er erzählte mir von dem Kampf. Ich riet ihm, sich diesen Sieg auf seinen Schwertarm tätowieren zu lassen. Wird er es tun? Er hat nicht Nein gesagt. Wie läuft's mit deinen Studien? Ich wollte mehr über die Welt der Alten erfahren. Und? Ich habe Pharaoh recherchiert, den du laut Gaia gesucht hast, und von der Maschinenplage erfahren, die er ausgelöst hat. Unfassbar, dass die alte Welt von einem Fehler ausgelöscht wurde. Nur einer Fehlberechnung. In solch einem Schicksal liegt weder Ruhm noch Ehre. Nur Anmaßung. Und sinnloser Tod. Das fasst es gut zusammen. Du wolltest über deinen Arm sprechen? Genau. Es ist Zeit, ihn zu testen. Und ich will, dass du dabei bist. Okay. Wie sollen wir das machen? Nicht wie. Wo? Treffen wir uns dort, wo wir Regalas Bebenzahn erlegt haben. Genau in der Flussbiegung. Klar, wenn du willst, aber ich weiß nicht, ob ich's verstehe. Das wirst du, wenn wir dort sind. Versprochen. Ich gebe Bescheid, wenn ich in der Nähe bin. Ich danke dir, Aloy. Ich muss jetzt los. Lass dich nicht von mir aufhalten. Wie gesagt, ich rufe dich, wenn ich in der Nähe von Regalas altem Außenposten beim Bollwerk bin. Mögen die Zehen deinen Weg leiten.
Der Schneefall ist stark. Ich glaube, hier könnte Piccolo seinen neuen Arm ausprobieren. Auch wenn er nicht genau gesagt hat, wie. Hey, Cotallo. Ich bin am Treffpunkt an der Bebenzahnstätte. Willst du den neuen Arm testen? Ich bin gleich da. Danke fürs Warten. Verrätst du mir jetzt, was wir hier machen? Nein, noch nicht. Folge mir bitte. Da hat aber jemand geheimnisvoll. Du hast mich mit deinen Plänen fürs Bollwerk auch zappeln lassen. Und jetzt räche ich mich. Das ist eine gute Farbe. Also gut. Hier ist es. Was ist das hier? Siehst du gleich. Komm. Okay, raus damit, Cotallo. Der Test für meinen Arm. Ist das. Der bedroht das Tal schon lange. Hat viele vom Himmelsklan getötet. Jetzt ist Schluss. Ist mir eine Ehre. Mal sehen, wie diesem Ding Metall schmeckt. Der neue Arm funktioniert jedenfalls. Das stimmt. Warum nimmst du ihn dann ab? Das ist, wer ich bin. Mit allen Narben. Alles andere wäre falsch. Eine Verkleidung. Ich nutze den Arm bei Bedarf. Nur die übrige Zeit bin ich einfach nur ich selbst. So ist es mir auch am liebsten. Ich danke dir für deinen Beistand. Hier. Als Zeichen unseres Sieges. Danke.
Dann sehen wir uns. Mögen die 10 mit dir sein. Vor kurzem ist ein Trupp Junger in unsere Hauptsiedlung im Westen, Brennspeer, zurückgekehrt. Anscheinend haben sie im Niemandsland bei einer Übung einen Soldaten an Maschinen verloren. Da sieht man mal, dass die Wildnis im Osten genauso gefährlich ist wie hier. Sei vorsichtig da draußen. Bin ich. Ich habe so ein Gefühl, dass das Sokoras Trupp ist. Ich sollte bei Gelegenheit nach ihr sehen. Willkommen zurück. Aloy, ich weiß, dass Theben dich aufgewühlt hat, aber wir haben noch ein Problem. Ist Beta oder der Anlage etwas passiert? Werden wir dich irgendwie nach Gemini bringen können? Die Anlage ist fertig. Das Problem ist Hephaestus selbst. Er hat sich stark im Brutstätten-Netzwerk ausgebreitet und wird immer mächtiger. Aber mit den wiederhergestellten Unterfunktionen können wir es immer noch schaffen, oder? Korrekt. Aber Hephaestus zu absorbieren, wird länger dauern, als wir bisher angenommen haben. Und wie lang? Sogar mit meiner Omega-Freigabe schätze ich, dass wir 35 Stunden brauchen werden. Und mit jeder Stunde wird es wahrscheinlicher, dass die Zeniths uns entdecken. Zwei Kerne. Zwei Überbrückungen. Was, wenn wir die Verschmelzung von zwei Elisabeth Sobel-Klonen mit Omega-Freigabe durchführen lassen? Wie lange dauert es dann? Halb so lang? Hephaestus wäre auf zwei simultan agierende Betreiber nicht vorbereitet. Außerdem würde die Effizienz durch Synergie gesteigert. Berechnung läuft. Die Verschmelzung würde etwa 4,5 Stunden dauern. Okay. Baal, es sieht aus, als brauchten wir Beta bei Gemini. Meinst du, du kannst sie überreden? Ich weiß es nicht, aber ich versuch's. Was ist mit der Ablenkung und den Impulsgeneratoren? Ein letzter Test steht noch aus. Ich bin sicher, dass die Zeniths nichts von unserer Aktivität bei Gemini erfahren, wenn ich in die Nähe anderer Brutstätten feuere. Gut. Solange Erend einen bedienen kann, ohne sich selbst zu erschießen. Aloy, mach dich besser auf den Weg. Betas Zustand ist schlecht. Okay. Aloy. Ich denke, Val wartet immer noch vor Betas Raum auf dich. Ich weiß. Ich wollte nur vorher noch über etwas reden. Wie du wünschst. Die fehlenden Unterfunktionen. Was weißt du alles über sie? Artemis hat zahlreiche Tierarten in die Fauna reintegriert. Elupia war es,
die eine neue Generation von Menschen geboren, genährt und akkulturiert hat. Apollos Aufgabe bestand darin, gewaltige Archive von Wissen und Kultur zu organisieren und zu verbreiten. Unglücklicherweise wurden sämtliche Apollo-Archive am 2. Februar 2066 auf Befehl von Ted Farrow gelöscht. Ted hat am Ende wohl die Rechnung bekommen. Ja. Ein feuriger Abschluss für krankhaften Narzissmus, impulsive Tendenzen und Instabilität. Die drei fehlenden Funktionen haben ihren Zweck bereits erfüllt. Oder dies wurde verhindert. Brauchst du sie denn noch? Ihre verbleibenden Elemente wiederherzustellen würde meine heuristische Prozessordichte erhöhen und damit meine allgemeine Leistung. Da wir leider wissen, dass sie sich im Besitz von Farzenith befinden, ist es wohl unmöglich, sie in nächster Zeit zu erhalten. Am besten bekommen wir sie wohl wieder, wenn wir die Zenith-Basis einnehmen. Aber dafür brauchen wir Hephaestus und Kampfmaschinen. Korrekt. Wie gewöhnt sich Alva ein? Alva war schon seit ihrem Eintreffen begierig, die Daten im Archiv zu studieren. Eine bestimmte Datei erregte ihre Aufmerksamkeit. Informationen über einen Maschinenassistenten, der Lebensräume sauber und ordentlich halten sollte. Ich informierte sie, dass ich, sobald ich die Fähigkeiten von Hephaestus erlernt habe, womöglich solch eine Maschine entwerfen kann. Das wird dir sicher gefallen. Unser Plan zur Ergreifung von Hephaestus. Gehen wir ihn nochmal durch. Wie du meinst. Dank Betas Test wissen wir jetzt, dass Hephaestus nicht auf deine Alpha-Freigabe reagieren wird. Deshalb beschaffte ich Ted Farrows Omega-Freigabe. Korrekt. Während du fort warst, hat Beta die Transportanlage und Impulsgeneratoren konstruiert. Wenn wir nach Gemini kommen, muss ich auf einem der Kerne der Anlage installiert werden. Der zweite Kern ist für Hephaestus. Mit Hilfe der Omega-Freigabe kannst du ihn schnappen. Und dann kannst du ihn absorbieren? Nicht ganz. Du musst den bösartigen Code von Hephaestus manuell entfernen, vor der Verschmelzung. Wie lange wird das dauern? Weil die Arbeit zwischen dir und Beta aufgeteilt wird, wird sie etwa 4,5 Stunden dauern. Und währenddessen schaffen die anderen mit dem Impulsgenerator eine Ablenkung für uns? Korrekt. Sie nehmen Positionen an der Brutstättentür ein und feuern ihr Gerät ab. Der Energieanstieg sollte eure Aktivitäten bis zum Ende der Verschmelzung tarnen. Und dann haben wir alles, was wir zum Besiegen der Zeniths brauchen. Klingt nach einem Plan. Also habe ich Theben gefunden. Was hätte Ted wohl gemacht, wenn seine Lebensverlängerung funktioniert hätte? Er war offenbar von seiner Pflicht überzeugt, zukünftige Menschen anzuleiten. Angesichts der zahlreichen Stämme und seiner Fähigkeit, die Omega-Freigabe für das Terraforming-System zu verwenden, hätte er wohl einen oder mehr Stämme überzeugt, ihn als patriarchale Gottheit anzubeten. Oh ja. Gut, dass das nicht passiert ist. Neben Gaia Prime und Theben wurde eine weitere unterirdische Anlage versiegelt, bevor die Pharaoh-Plage sie erreichen konnte. Elysium. Wohin das Zero Dawn-Personal und ihre Familien gingen, um ihr Leben zu leben. Was ist damit passiert? Elysium wurde entwickelt, um das Leben für 100 Jahre zu erhalten. Meine Daten zeigen, dass die Anlage schon lange vorher offline ging. Hat die Pharaoh-Plage sie erreicht? Unbekannt. Meine Verbindung zur Anlage wurde abrupt unterbrochen. Ich sollte dann wohl mal los. Wie du willst. Alles Gute, Aloy.